Kann ich meinen ehemaligen Arbeitgeber dafür haftbar machen, dass er mich nicht über Betriebsrentenansprüche aufgeklärt hat? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe eine ganz interessante Schnellfrage für 9,90 Euro reinbekommen, und zwar geht es um Folgendes. Ich bin 53 Jahre alt und wohne in Hamburg. Gebürtig bin ich aus Magdeburg. Es geht mir um meine Betriebsrente bei der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Sachsen-Anhalt. Ich bin seit 2012 erwerbsgemindert und habe eine Schwerbehinderung und einen Pflegegrad. Mein damaliger Arbeitgeber ist nach meiner Auffassung nicht seiner Auskunftspflicht nachgekommen, mir mitzuteilen, dass ich auch bei einer Erwerbsminderungsrente Anspruch auf eine Betriebsrente habe. Ich habe bei meinem Arbeitgeber 2005 gekündigt und keinen einzigen Hinweis auf diese Zusatzrente bekommen. Dadurch ist mir eine große Summe an Rente verloren gegangen. Habe ich noch eine Chance, diesen finanziellen Schaden ersetzt zu bekommen? Ich muss mit jedem Cent rechnen. Herr Knöppel, können Sie mir da was sagen oder mir eine Auskunft geben? Ja, meine Dame, die Sache ist aus meiner Sicht nicht ganz so einfach. Fangen wir mal aber mit dem Unkomplizierten an. Wenn Sie seit 2005 einen möglichen, wir haben das ja noch nicht geklärt, Haftungsanspruch gegen den Arbeitgeber haben sollten, dann dürfte dieser, wenn es sich um einen vertraglichen Haftungsanspruch handelt, schon längst verjährt sein. Wir haben zum einen die normale zivilrechtliche kurze Verjährungsfrist von 3 Jahren. Das ist in § 195 BGB geregelt. Und dann noch die kenntnisunabhängige Verjährungsfrist von 10 Jahren. Die ist in § 199 BGB geregelt, sodass also ich davon ausgehe, dass die Verjährung hier schon längst eingetreten ist. Aber jetzt haben wir noch ein ganz anderes Problem. Jetzt müssen wir natürlich noch prüfen, haben Sie überhaupt einen Anspruch auf Auskunft durch Ihren Arbeitgeber, dass Sie betriebsrentenrechtliche Ansprüche haben, in welcher Form auch immer. Und da sagt das Bundesarbeitsgericht mit Urteil vom 18. Februar 2020, nein, dem Arbeitgeber trifft keine allgemeine Hinweis- und Informationspflicht in der betrieblichen Altersversorgung gegenüber seinen Arbeitnehmern. Nur wenn in einem Arbeitsvertrag ein solcher Hinweis möglicherweise vertraglich vereinbart ist, dann kann dem Arbeitgeber hier eine entsprechende Hinweispflicht gegeben sein, vertraglich, aus der er dann auch, wenn Sie Ansprüche aus einer Betriebsrente geltend machen wollen und Sie nichts darüber wissen, haftbar gemacht werden können, wenn hier Sie aufgrund der unterlassenen Informationspflicht des Arbeitgebers einen Rentenanspruch nicht rechtzeitig geltend machen konnten. Aber im Grundsatz kann man sagen, trifft dem Arbeitgeber keine allgemeine Informationspflicht zum Thema Betriebsrenten oder irgendwelche Ansprüche zu den Betriebsrenten, sei es öffentlich-rechtliche Betriebsrenten oder auch private Betriebsrenten. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.